Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute mal geht es um das Victorinox Sentinel, beziehungsweise um einen zweiten bzw. dritten Blick mit Upgrade. Hier haben wir einmal das Standard Victorinox in der zweiten Variante. 19,5 cm lang, 9 cm Klinge gesamt. Davon 8 scharf angeschliffen mit dem 1,41-10 Stahl, also sprich 440A. Wir haben einen Leierlock für Linkshänder. Zur einmaligen Klinge haben wir noch das Ringli, die Pinzette und den Zahnstocher. Jo, das ist das eine. Dann haben wir dasselbe nochmal in der Einhandversion. Praktisch dasselbe, nur halt mit dem, Spyderco-ähnlichen Einhandmechanismus, sage ich mal, mit glatter Klinge. Bevor ihr fragt, warum das hier so vorne ein bisschen spitz ausläuft, das habe ich mal bei Zeiten mal ein bisschen modifiziert, weil mir diese stumpfe Nase vorne am Sentinel hat mich so ein bisschen gestört. So. Kommen wir mal zum dritten Teil, weil aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Ich habe ein drittes Sentinel, auch in der zweiten Version. Und ich habe mir bei einer CNC-Firma hier aus NRW Kontakt über eBay Kleinanzeigen, Link gebe ich unten in den Infobox, da habe ich mir echte Carbonfiber-Griffschalen organisiert für knapp 60 Euro. Richtig geil, zum selber draufstecken. Wurde auch angeboten, dass man das selber drauf machen lässt. Ich habe es aber selber gemacht, weil es war es mir wert. Dazu beide Griffschalen vorausgesetzt. Man hat beide Seiten am Schraubstock glatte Seiten und keine geriffelten. Wer da keine geriffelten, wer keine glatten Seiten am Schraubstock hat zum Einspannen, nimmt da, was weiß ich, zwei dicke Pappteile dazwischen, damit das alles schön glatt bleibt. Und presst dann im Schraubstock die beiden Griffschalen an das Messer ran. Natürlich, wie immer, mit ein bisschen Vorsicht. Muss man ein bisschen wissen, was man macht. Jo, hier sind die guten Teile. Ich habe auch keine Werkzeuge unten, keine Pinzette und kein Zahnstocher. Na? Also Fokus ist heute irgendwie nicht so ganz drin. Die Griffschalen sind sauber drauf. Das ist wirklich nichts zu bemängeln. Ist auch nicht kantig, es ist recht gut abgerundet und ja, definitiv eine sehr schöne Veredelung des Sentinel in der zweiten Variante. Die Spitze habe ich ähnlich wie bei der Einhandversion ein bisschen, nachgebessert, sag ich mal. Da haben wir sie doch ein bisschen spitzer ausgeführt. Ja. Kann ich euch an der alten Zahnversion auch mal zeigen, wie die Original aussieht. Da seht ihr, dass die Spitze ist definitiv etwas runder, wie bei den meisten 111 mm Modellen von Victorinox. Und ja, definitiv eine schöne Sache. Die Firma hat auch Holzgriffschalen am Start, aber aktuell jetzt nicht für Sentinel. Vom Sentinel habe ich jetzt die letzte paar Griffschalen noch erhascht. Vielleicht organisiere ich mir noch mal ein paar Holzgriffschalen für die A111er. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Oder vielleicht für ein 91mm Modell nochmal. Für mein Handyman vielleicht. Mal sehen. Jo. Ich lege euch zum Schluss nochmal die Werbekarte von dem Verein nochmal hier ins Bild. Könnt ihr euch mal anschauen. Ansonsten würde ich sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.